Christmas is waiting for you. It'll never start without you, never start without you. Christmas is all about you. I see everywhere around the fairies of December. You. I see everywhere around the fairies of December. You. Can you feel the joy when Santa Claus has come to town? You. Guten Morgen, liebe Leute. Morgen. Tag Nummer 26 ist angebrochen. Heute, wir haben übrigens beschlossen, ist heute der Abschluss des Vlogmas. Wir werden heute, also für morgen, nichts mehr filmen. Das wollen wir für uns mal genießen. Ja. Und wir frühstücken jetzt mal schön, schmieren die Brötchen, weil das Püffchen ist schon in Sport. Ich gehe dann zu der, dann machen wir eine Runde Sauna und die anderen zwei gehen schon mal dann ins Schwimmbad. Ja, da gehen wir dann danach hin. Und jetzt würde ich sagen, tun wir erstmal lecker frühstücken. Unsere Reste. Weil es muss alles leer werden, bis das Auto ein bisschen unbepackt daheim kommt. Ich mache mich jetzt mal auf den Weg in den Spa and Country Club. Da haben wir Sauna gebucht. Ja, das werde ich jetzt mal machen. Püffchen ist schon dort, weil das Fitnessstudio ist dort, auch in dem Gebäude. Und gucke ich mal, ob ich sie dort finde. So langsam taut auch der See wieder auf. Alles taut. Das ist echt schade. Hier seht ihr nochmal, das ist das Schwimmbad von außen. Aber an landschaftsmäßig wunderschön hier. So, da muss ich jetzt hin. Hier ist übrigens noch der Bauernhof und Streichelzoo. Da waren wir ja noch gar nicht. Da bin ich jetzt zufällig dran vorbeigelaufen. Hier haben sie Ponys, Esel, Kühe, Hühner, was das Herz begehrt. So, ich hab's endlich erreicht. Und da vorne steht Piffy schon. Juhu, Leute, das Püffchen ist angekommen. Ich habe meinen Sport beendet. Und jetzt gucken wir mal, was die Sauna hier so bietet. Das Spa. Kleine Zigarettchenpause. Erster Saunagang haben wir hinter uns. Wir waren in einer Salzsauna. War sehr angenehm. Was haben wir jetzt noch vor? Ja, ist ein richtig schöner Bereich hier. Aber Püffchen tut euch später mal ein paar Impressionen von hier zeigen. Also ist richtig viel geboten. Für riesig. Für das Geld kann man sich gar nicht beschweren. Da ist auch draußen ein Salzbecken, so mitten im Wald. Also total cool. Und innen drin Whirlpool und Becken, also eigentlich nochmal wie ein separater Wellnessbereich, ja. Wo man ja auch Behandlungen machen kann. Und ein Dampfbereich haben wir gelesen. Ja, wir müssen dann noch ein bisschen gucken. Wir sind raus aus dem Sauna-Spa-Bereich. Jetzt geht's wieder ab ins Schwimmbad. Gucken, ob wir die anderen zwei finden. Ich wollte euch jetzt hier nochmal kurz den Bauernhof zeigen. Hier, also ich habe euch ja vorhin schon ein bisschen gezeigt, das ist jetzt die andere Seite,
nach hinten stehen die Esels. Also das ist auch richtig schön. Und hier sind überall so wunderschön gestaltete Spielplätze. Mal hier der Fuchs und die Hinkel. Da hinten ist noch der Kletterpark. Und ganz wichtig, Corona-Teststation. Wir sind im Schwimmbad angekommen. Da sind sie, die zwei. Machst du Sudoku? Sonst keine Hobbys. Hier seht ihr nochmal das schöne Schwimmbad. Da ist gerade Wellenbad. So Leute, wir sind jetzt aus dem Schwimmbad wieder raus. Jetzt wollen wir mal den Vlogmas feierlich beenden. Und zwar mit der Kürung des Siegers von unserer Vlogmas-Kiste. Letztes Jahr hat ja der Heiko gewonnen. Genau. Also wir haben eure Kommentare alle fleißig studiert und waren natürlich mega stolz, dass so viele uns geschrieben haben und uns in der Zeit begleitet. Wir müssen sehr laut reden, hier ist ein bisschen laut, weil wir haben uns hier nochmal hier draußen so schön hingesetzt, so als Abschluss für euch. Ja. Ja, vier potenzielle Gewinner haben wir uns rausgepickt aus den Kommentaren. Vielleicht kann die Rose sie ja mal in die Kamera zeigen. Ja. Ist Alexa ist in the house, ist Nummer 1. Kannst du ja mal zerknüllen und mir in die Hand geben. Meine Hand ist heute der Lostopf. Oh, ich höre draußen ist wieder die Lichtershow. Oh ja. Wer ist das? Heiko. Der Heiko OWL. Vielleicht sehr, sehr schöne Kommentare. Hat wieder. Er ja wieder Glück dieses Jahr. Als drittes die Sandy Brandt. Die hat auch fleißig. Sehr schöne Kommentare. Ja, sehr fleißig. Und als vierten und letzten potenziellen Gewinner Bibs Crazy Life. Genau, also Bibi hat uns ja auch fleißig kommentiert. Ich sag euch, ihr habt alle wirklich toll kommentiert und wir finden das mega, dass ihr da so viel schreibt. Also es war echt eine schöne Zeit auch wieder. Genau. Wollen wir das jetzt so machen, Püschen? Ich gebe dir die Hand und ich ziehe eins raus. Okay. Dann vermischst du mal. Ich werde das schon auf einen fallen lassen, ne? Hier. So, ja, dann ziehe ich jetzt mal ein. Ich wünsche euch allen viel Glück. Ich drücke euch die Daumen. Wer die tolle Kiste bekommt, die ist so... Eins ist abgestürzt. Oh. Mach nochmal. Wieder abgestürzt. Was machst du mit deinen Hand großen ist so klein. Fingern? Das passt nicht. Jetzt. Danke, Mara. Na, da sind wir jetzt ja mal gespannt. Und die ist wirklich randvoll gefüllt, wenn wir nach Hause kommen. Guck mal. Oh! Das ist aber schön. Die Sandy Brandt hat weibliche gewonnen. Weibliche Unterstützung hier bei den Püffchens. Ja. Mega, da freuen wir uns natürlich. Sandy, da musst du dich jetzt am besten in Instagram melden. Ich habe zwar von dir in Instagram noch nie was gelesen, aber entweder guckst du hier in YouTube in unsere Kanalbeschreibung, da ist die E-Mail-Adresse drin, oder in Instagram. Bitte nicht deine Adresse einfach hier unten in die Kommentare schreiben. Ja, da freuen wir uns natürlich mega und gratulieren dir. Ja. Und sind auch mal gespannt, was du zu der Kiste sagst. Vielleicht bekommen wir ja ein kleines Videochen von dir. Das wäre schön. Das wäre sehr, sehr cool. Genau, und wollen wir jetzt noch was sagen zu generell unserer... Warte kurz. Ja. Pass auf, nur nicht, dass du dein Leben. Alles gut, ich fasse nicht an, Cappuccino. Danke. Einmal eine Cola. Einmal Milchkaffee. Ja. So, Milchkaffee. Schön. Latte Macchiato. Und das Kilo Zucker dazu. Ja, danke. Bitte schön. Danke. Danke. Ich leg dich raus. So ist das. Seht ihr, Leute? Das ist Improvisation, weil jetzt kam der Kellner. Ja, immer unpassend, ne? Aber ich denke, wir wollten auch noch allgemein ganz kurz was abschließend sagen zu den Vlogmas, oder? Bestimmt. Ja, also uns hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht, wie letztes Jahr auch.
ihr wart ja immer fleißig dabei. Sehr abwechslungsreich. Das auf jeden Fall. Und jetzt zu Silvester, am 31.12. kommt noch unser Odenwald-Special-Video. Eine fast einstündige Entspannungsreise durch den Odenwald. Da hoffen wir natürlich auch, dass ihr fleißig dabei seid, weil das war ein sehr, sehr aufwendiges Video. Und ja. Ab Januar, wollte das kurz schon nochmal erwähnen, kommt unser wöchentliches Video. Samstags, ne? Sonntag. Genau, also wir machen ja Pause quasi im Januar. Wir haben schon alles vorproduziert für den Januar. Da kommt dann im Januar immer sonntags morgens um 10 Uhr ein Video. Also quasi nur noch einmal die Woche. Im Februar, denken wir mal, geht es dann wieder wie gewohnt weiter. Ja, da würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr da auch wieder fleißig für uns einschaltet und kommentiert und uns zuschaut. Und wünschen euch natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vorher lesen wir ja wahrscheinlich eh alle noch voneinander. Und genießt die Zeit mit euren Lieben. Und ja. Dann war es das für dieses Jahr schon wieder. Oh, genau. Schade. Sind wir ein bisschen. Ging jetzt echt schnell rum. Ja. Genau. Und morgen fahren müssen wir wieder heim. Ja. Dann lasst euch noch gut gehen. Und wir sehen uns dann spätestens im Januar wieder. Tschüssi.